Slimer. Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück in der Pixelmon Battle League. Team Rocket am Start hier und Folge 21, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe das richtig. Ganz richtig sehe ich das. Ja, was ist mein Plan für heute? Ein bisschen leveln vielleicht noch. Vielleicht noch ein bisschen leveln. Ich bin mir noch nicht sicher. Beim letzten Mal ist unser Viech ja noch auf Level 16 gekommen. Wieso hänge ich hier? Man weiß es nicht. Ist unser Viechlein noch auf Level 16 gekommen, was eigentlich ziemlich krass war. Und jetzt würde ich gerne... Pass mal auf, wir machen mal hier... Hühnchen rein. Nochmal schnell das Essen machen. Grimer werde ich jetzt vielleicht ein bisschen leveln. Da drüben ist ein Ultrigaria. Wow, richtig hohes Level. Die kämpfen gerade. Wow, Leck des Todes. Ja, komm, mach ihn. Ja. Warte, ich sammel das hier eben schnell ein. Und wenn wir das haben, kommt hier das rein. Das Ultrigaria würde ich mir schon gerne gönnen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Level 49, weißt du, das wäre jetzt so ein Viech, was ich mir auf jeden Fall fürs Team vorstellen könnte. Sludge Wave. Okay, da machen wir mal ein Disable raus. Ja, ich werde sterben. So ist Level, schade. Anorith wird das, glaube ich, diesmal nicht holen. Mudsport, nee, können wir vergessen auf jeden Fall. Watergun, bringt alles nichts. Komm, mach mich fertig jetzt schnell dann. Aber ein süßes kleines Viechlein haben wir jetzt hier bekommen. Ja, so ein 49er, ne, das wäre natürlich ein feuchter Traum für mich, wenn ich den irgendwie fangen könnte. Aber wir sind jetzt gerade mal 37. Wir haben mit dieser Folge hier nur noch 3 Folgen. Das heißt, übermorgen, am Sonntag, kommt die letzte Folge von mir von Team Rocket. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Das heißt, übermorgen muss ich eigentlich ein vernünftiges Team haben, mit dem ich ein bisschen Stress machen kann. Oh, Root Level 35. Die ist wahrscheinlich... Ja, komm, ich riskiere es. Und wenn ich nur ein Viech von ihr down kriege... Marip. Jetzt weiß ich natürlich wieder mal nicht, was das ist. Hat aber gut Schaden gemacht. Sludge Wave hinterher. Und nochmal Sludge Bomb. 800 Erfahrung. Das ist schon mal was. Das ist schon mal ein Level. Und ja, er wickelt sich zu Slymog. Sauber. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, wie die Dingens sind. Die Attacken und so weiter. Ich werde ihn jetzt einfach leveln lassen. Das ist mir egal. Und dieser Matschehaufen wird zu einem noch gigantischeren Matschehaufen. Sehr schön. Wow. Ein richtiger Fladen ist er geworden. Yay. Ist er nicht süß? Nein, er ist wirklich nicht süß. Und dieser Trainer hatte nur ein Pokémon. Ach, alles klar. Das ist ja gut zu wissen. Dann heilen wir dich. 133 Lebenspunkte, ey. Das Viech, das hält gut was aus. Und ich dürfte jetzt ein Level 41er fangen. Ich glaube, ich sollte anfangen, Pokémon zu fangen. Ja. Ich denke, das ist jetzt die richtige... Was haben wir hier? Ein Level 28er. Wir gehen mal weiter. Wir suchen jetzt Level 39 Kingla, 36 Weeping Bell, 40. Das wäre drin. 40er. Komm her, dann hätte ich eine Pflanzen-Pokémon. 40, okay. Sludge Wave. Oh, der hat gut reingehauen. Eine Mudbomb. Ja, sehr gut. Und jetzt gehe ich in meine Tasche und werfe mal den Moonball. Einfach nur so, weil ich es kann. Ich glaube, der hat eine erhöhte Chance bei Viechern, die mit einem Moonstone entwickeln. Und dann hätten wir jetzt schon das zweite Pokémon. Es wäre Level 40. Nein, es ist wieder freigekommen. Dann werfe ich jetzt meinen Great Ball. So, wenn wir jetzt den Great Ball geworfen haben, hoffe ich, dass es reicht. Nein, er ist wieder frei. Noch ein. Shit. Ich darf nicht allzu viele Great Balls eigentlich verballern. Komm, bleib doch drin. Scheiße. Great Ball, komm schon. Level 40. Ich krieg den, weiter kriege ich den nicht runter, ohne dass er stirbt. Ja, okay. Zweites Pokémon ist im Team, Level 40. Level 40er ist im Team. Pflanze Gift. Also das Giftding zieht sich weiter durch unser Team. Ist aber nicht so schlimm und wir könnten hier mal direkt tauschen. Obwohl es eigentlich sogar egal ist, weil mich darf sowieso keiner angreifen als Team Rocket. Team Rocket Soldier bin ich, ey.
Und jetzt habe ich schon mal einen 40er im Team. Jetzt ein Wasser-Pokémon wäre sehr nice. Irgendein Wasser-Pokémon. Oh, warte mal, ich habe eigentlich eine richtig geile Idee. Aber da vorne ist noch ein Boot. Da sind sogar zwei Boote. Das ist bestimmt von Team Aqua oder so. Jetzt ein Level 43er oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, da, wie viele Boote sind denn hier? Loggen alle Leute auf Booten aus oder wie oder was oder wer? Ich würde hier gerne mal einen Streich spielen eigentlich. So, schön langsam, schön langsam. Ich hoffe, dass die Boote jetzt nicht ineinander crashen. So, macht das kaputt. Ja, läuft. Ah, das andere fährt wieder weg. Ich hasse, wenn das passiert. Ist das da ein Entoron? Ja, es ist ein Entoron. Welches Level hat das Entoron denn? Schauen wir uns das Entoron doch mal an. Hätte ich ein zweites Pokémon. 41, 41. Geht's nicht noch höher? Ich könnte lieber, warte mal. Na, shit. Könnten lieber unser Whipping Bla dann trainieren gegen den. Butterfree, das ist doch scheiße. Warte, Pokémon, dann nehmen wir Mug. So, und der kann eine Sludge Wave machen. Das ist nämlich effektiv gegen dieses Drecksviech. So, und der hier soll gegen Golduck kämpfen. Steinweinwhip, Razor Leaf, geil. Zack, sauber, läuft richtig gut. Und nochmal ein Razor Leaf hinterher. Eine 41, den will ich aber nicht fangen. So, 2200. Ich wollte eher, dass der, dass sich das Viech hier ein bisschen trainieren kann. Razor Leaf. Razor Leaf nochmal. Und das hat geregelt. Ach shit, hat nicht geregelt. Mag, dann komm du raus und mach eine Sludge Wave. Und noch eine Sludge Wave. Und dann gibt's dicke Erfahrungspoints. 39 ist er geworden. Okay. Dann lass uns unsere Pokémon schon heilen. Was sagt der Tacho? Boah, noch richtig gut in der Zeit sind wir. Sauber, da freue ich mich. Ja, leider habe ich halt keinen Leafstone. Wenn ich jetzt einen Leafstone hätte, wäre das natürlich Hashtag pornös. Ein Turtok. 49. Warum musst du 49 sein? Oh, dieses Turtok wäre wirklich der perfekte Teammitglied. Oh, wäre das geil. Aber darf ich nicht fangen. Schade eigentlich. Wäre vielleicht auch eine mögliche Regel für Team Rocket. Obwohl, das wäre zu krass eigentlich. Wenn sie Pokémon fangen dürften, die deutlich höher sind. Wir könnten den aber nutzen. Ich hoffe, der ist noch da. Wahrscheinlich ist er weg, ne? Ne, da ist er noch, oder? Yes, da ist es noch. Um Weeping Bell ein bisschen zu leveln. Warte mal. Dann machen wir mal Stun. Paralysiert ist er jetzt immerhin. Razor Leaf. Hat nochmal gewirkt und er ist paralysiert. Das wäre geil, wenn ich hier ihn leveln könnte. Er ist sauber. Okay, das kriegt er auf jeden Fall. 4300, geil. Ist auf jeden Fall Level 41 und es hat Slam. Sweet Sender, Pleasant Aroma Target, making the opponent easier to hit. Ja, das mache ich weg. So, da sind alle Level, Low-Level Bobs. Level 41, das heißt, ich darf jetzt einen 44er fangen, Leute. 44er könnte jetzt real werden. Wir haben noch mehr als genug Zeit, dass wir vielleicht einen 44er fangen könnten. Ich mache jetzt hier gerade wirklich so Power, naja, Power-Leveling ja nicht mehr, Power-Team-Erweiterung. Hauptsache jetzt irgendwie noch ein weiteres Viech zu fangen. Geil wäre halt wirklich ein Wasser-Pokémon zu fangen. Am geilsten, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, wäre ja wohl ein Lapras, ne? Also ein Lapras wäre so pornös, da würde mir richtig einer bei abgehen, wenn ich einen Lapras hätte. Ich werde mal eben über den Ozean hinweg fahren, um zu schauen, was wir hier so an Pokémon spawnen. Gut, so ein Magikarp kann mir mal gehörig die Eiche lutschen. Die soll mich mal ruhig in Ruhe lassen. Warum? Da hinten ist ein Tentoxa. Tentoxa wäre sehr interessant, weil da auch wieder Gift wäre. Ich weiß, dann bin ich total anfällig gegen Psycho, aber das wird halt dieses Team Rocket-Ding so total geil widerspiegeln. Da oben ist ein Golbat, das wäre auch Gift. Was haben wir hier? Was haben wir hier? 49. Wieso sind hier so viele 49er? 42. 42. Wen haben wir hier? Welches Level bist du? Auch wieder 49. Die wollen mich doch echt verarschen. Das Golbat werde ich auf jeden Fall nicht treffen. Die treffe ich nie.
Aber da ist auch noch ein Golbat an Land. So ein Rawls könnte ich auch wieder fangen. Hatten wir aber schon mal. Wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Und ich habe kein Essen mehr. Kokuna ist auch ein Low-Life-Bob. 42. Ich könnte natürlich das Golbat auffangen. Es wäre so ein Team Rocket-Ding halt, ne? Wir machen mal Stun Powder. Okay, das hat geklappt. Jetzt Pflanze gegen Gift ist natürlich total dämlich. Vielleicht könnte ich... Oh, scheiße, ich darf das Pokémon nicht ändern. Ich glaube, das ist so ein Golbat-Ding, ne? Ah, warte, ich hab doch den Slam. Come on, den Slam! Oh, shit. So, Slam hat gewirkt. Slam hat nochmal gewirkt. Ich glaube, noch ein Slam würde ich nicht durchkriegen. Wow, okay. Mag kommt rein. Ist natürlich die Frage... Mudbomb wirkt nicht. Ich muss einen Ball werfen. Die Chance, den jetzt so zu fangen, ist wahrscheinlich sehr niedrig. Oder? Wir haben Golbat, Level 42. Okay, ich muss meine Pokémon heilen. Ich muss meine Pokémon heilen. Alter Vater. Werden wir doch noch zu einem Kampf kommen, Leute? Werden wir doch noch Slowbro? Welches Level? 44. Das würde sogar reinpassen. Ey... Das würde theoretisch sogar reinpassen. Alter Vater. So, kämpft ihr euch mal hier. Macht euch mal kaputt. 39er verliert ihr wohl hoffentlich, ne? Und dann ist das Level 44er frei für mich. Sollte ich mit Weeping Bell aber angreifen. Komm, kämpft schon. 42er ist es. Da drüben ist auch nichts mehr gespawnt, ne? Nee, nur so ein Ladybar oder so. Irgend so ein Heslon. So, der ist gleich besiegt. Okay, sehr schön. 44er. Dann machen wir natürlich Stun-Dingens direkt erstmal. Und dann Razor Leaves. Und Razor Leaves laufen richtig. Hey, wieso hat er nicht getroffen? Bist du dumm? Wow, okay, der kann sich heilen. Scheiß die Wand an. Kopfnuss hat mir ziemlich auf die Fresse gehauen. Leech Life? Das wird nicht so viel abziehen. Nee. Okay, sauber. Dann machen wir mal ein bisschen Leech Life, bis er nur noch richtig wenig hat. Boah, der hat sich geheilt. So ein Assi. So, okay. Leaf Leech. Life Leech. Oder wie auch immer. Ist leer. Shit. Gucken wir ihn böse an. Ah, der hat sich wieder geheilt. Der Kackvogel, ey. Acrobatic. Ich glaube, der stirbt jetzt dann, oder? Oh, reicht genau. Dann werfen wir jetzt mal einen Pokéball drauf. Dann werfen wir jetzt mal einen Pokéball drauf. Also wenn ich den jetzt bekomme. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ein kampffähiges Team. Wir haben ein kampffähiges Team, meiner Meinung nach. Wow. Wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wen leveln wir jetzt? Wen leveln wir jetzt? Wir müssen Mack eigentlich leveln, weil das der einzige ist, den wir definitiv nutzen müssen. Oder wir leveln Slowbro. Ja, pass auf. Ich mach's anders. Ich level Slowbro jetzt mindestens noch 3 Level hoch. Was sagt der Tacho? Ein bisschen Zeit haben wir sogar noch. Ein bisschen Zeit haben wir sogar noch. Ich brauche irgendwie sowas Wassermäßiges oder so. Oder hier so ein 23er dürfte das Slowbro ja auch hinkriegen. Es hat Disabled Tackle. Okay, Headbutt. Kopfnuss! Womit hat er sich immer geheilt? Mit Slack Off oder was? Zeig mal her. Ja, ah, geil. Richtig nice. Also das kann sich heilen, das freut mich. Und ein Tackle. So, wir haben Cobblestone von dem bekommen, total unnütz. So, Level 29, Lydian. Kopfnuss. Hey, oh, ey, der haut richtig rein. Zack, 700 Erfahrung nochmal. Okay, da ist deine Vorentwicklung. Stufe 20, 32. Kämpfen wir gegen den. Nein, nein. Nein, kämpf gegen den. Danke. So, Kopfnuss. Oh, der macht nicht so viel Schaden gegen unseren. Boom! Und das war mal eben eine richtig geile Action hier, ey. So, Kopfnuss. Und Kopfnuss. Da unten ist ein Tentakel 39. Alter Vater, Leute. Wer hätte das gedacht, dass wir das nochmal hinkriegen, dass wir wirklich 4 Pokémon haben, die vom Level her gar nicht mal so schlecht dastehen. Also ich hätte damit nicht gerechnet.
Und das ist echt ziemlich krass, muss ich sagen. Da vorne ist noch so ein Ledian gespawnt. Den greife ich dann nochmal schnell an. Und das ist echt wow. Krass, Leute. Damit habe ich am Anfang der Folge nicht gerechnet, dass wir am Ende der Folge eine einigermaßen schlagfertige Armee zusammen haben. Damit habe ich nicht gerechnet. So, ich muss disconnecten. Unsere Zeit ist nämlich abgelaufen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Leute. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich vorgehen soll. Soll ich morgen schon einen Angriff wagen oder soll ich morgen nochmal leveln? Ihr müsst das so sehen. Wenn ich morgen einen Angriff wage und es nicht schaffe, dann darf ich Sonntag nicht aufnehmen und dann ist ja die Woche vorbei. Und ich darf eh nicht mehr aufnehmen. Deswegen glaube ich, dass ich morgen nochmal leveln werde, um übermorgen einfach nochmal einen Kampf zu machen. Einfach übermorgen nochmal einen Kampf rausrotzen. Ich glaube, das ist der Plan für heute. Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann morgen wieder hier bei der Pixelmon Battle League. Haut rein.